Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Die Sims. Und wir feiern hier gerade, Moment, ich mache mal kurz Stopp, eine richtig geile Hausparty, meine lieben Freunde. Ja, die nette Maus, das ist hier die Entertainerin. Die werden wir jetzt erstmal richtig schön angraben, meine Bros. So, die habe ich mir nämlich mal herbeigerufen. Freundlich vorstellen. Oh, hallo, Baby. Hey, wo geht's hin? Ich will, was machst du denn jetzt? Ich würde mit dir plaudern. Warum? Setz dich doch mal hier hin jetzt. Das macht man doch nicht. Lässt doch die Dame nicht einfach alleine sitzen. So, und wenn wir dann sitzen, dann können wir kennenlernen. Ah, der Maggie, der macht schon wieder die Weiber klar. Oh yeah. So, was machen wir mit Kliggy? Was können wir noch machen? Warte mal, den Kliggy, den lassen wir hier Musik. Zack, der Kliggy, der soll hier Musik spielen. Ach, Randy, was dein Outfit, dein Ausgeh-Outfit ist wirklich jetzt nicht so der Reiser. Ach, jetzt habe ich das gemacht hier mit der Gitarre. Ja, jetzt quatscht der Kliggy die Fall. Das kannst du aber sowas von vergessen, mein Freund. Üben. Und dann Maggie. Bin noch ein bisschen mit der netten Frau unterhalten. Auswahl, Romantik, Flirten. So. Also so eine Entertainerin, die lohnt sich schon immer mal einzuladen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir die anflirten können, die Maus. Wo geht's jetzt wieder hin? Eine schöne... Hm. Aufgrund der neuen Gitarrenfähigkeit kann Klick jetzt auf dem Instrument üben. Mit höherem Fähigkeitslevel werden die Musikgelegenheiten verfügbar. Okay. Okay, die unterhalten sich gerade noch. Oh, das kam wahrscheinlich gut an. Wollen die heute noch rumkriegen? Kompliment über ihr Aussehen machen. Oh, Gligi hat Musikinstrument gespielt. Sehr, sehr, sehr gut. Borbiso, Arsene, Wegwin Oben, Kalankshane, Chimawabu, Lepon Weaver, Floyb, Zobe, Ponka, Inazorbs. Was erzählen die schon wieder? Oh, wie sitzt Nancy da? Da kann man ja aber ganz schön tief gucken. Aber so eine Party, ich glaube, die bringt jeden, die macht jeden wieder glücklich. Und am Wochenende kann man eine Party feiern. Das ist Samstag immerhin. Ah, sehr gut. Wir haben gelacht. Oh, jetzt setzen wir uns hin. Jetzt geht's scharf. Mal gucken, wie sie reagiert. Knuddeln, oh. Wir fragen sie mal, ob sie Single ist. Isn't it plushy? Parna quab dufa? Samba. Ah, blows it, blows it, blows it. Blah, Darza. Was hab ich erfahren? Was hab ich erfahren? Shit, was hab ich gerade erfahren? Ich seh's nicht. Ist sie Single oder ist sie keins? Shit. Verspielt, du alter Kleiner. Romantik. Moment, was hat er vor? Nee, das machen wir jetzt nicht, weil wenn Nancy hier schon eine Party schmeißt, dann gehen wir ja nicht einfach weg. Oh, das ist sauer. Was war das jetzt? Saxon hat folgende. Von Lisa. Oh, Lisa ist gemein. Lisa. So. Verrückt anfangen. Ribanina. Ist das dämlich? Geek ist glücklich. Sehr schön.
Okay, was können wir noch machen? Oh Mann, Tick. Anmachspruch. Komm, der drückt mir jetzt mal richtig ein. Vor die Kante. Wie die alle abgehen und Klicki übt ja ganz alleine da hinten. Och Mensch. Oh, nice. Das hat geklappt. So, warte mal. Kuchen essen. Komm, Nancy. Das können wir mal noch eben machen. Nancy kann mal kochen. Einen schönen Schokokuchen. Das ist sehr gut. So, was ist mit ihm schon wieder? Wütend? Er schwöre für wütende Sims Kontakte zu finden vom Feger. Moment, vor dem Spiegel beruhigen. Sich selbst motivieren. Nein! Sich beruhigen. Bevor du uns hier die Party versaust, Kollege, da gehst du mal lieber dich vom Spiegel abreagieren. Hände küssen. Hohohoho, jetzt geht's halt. Oh, hier, nice! Luisa ist kokett. Das ist ein gutes Zeichen, Baby. Geh auf die Tische und will kalt duschen. Sims können diese Interaktion ausführen, wenn sie wütend oder kokett sind. Ich will aber nur das nicht. So, er macht sich wieder fit. Sie will grillen. Oh, ho, ho, ho. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir aufreizend posieren. Wir wollen ja was von der netten Dame. Haben uns aber gleich die Entertainerin hier geangelt. Oh. Oh, shit. Hausparty nicht erfolgreich? Oh. Okay, Baby. Na. Komm, bleibst du stehen. Du kriegst noch einen Kuss. Du kriegst noch einen Kuss. Nein, bitte geh nicht. Das ist nicht sein Ernst, was er jetzt macht, oder? Er rennt ja jetzt nicht hinterher. What the fuck? Oh, nice. Larbin. Wir gestehen ja mal, dass wir uns angezogen fühlen. Oh, da haben wir die Entertainerin klar gemacht. Kleiner Westen, was ist da los? Ich glaub's ja wohl nicht. Einer hat immer noch zu bleiben. Hannah Dens. Oh, oh. Abswars Napatani. Kirasha? Wer ist das? Wer ist das? Rosamiden. Inja Hespa. Wer ist das jetzt gerade? Ich habe keine Ahnung, wer das sein soll. Girl. Wow. Oberoi. The Samba. Kiru Oberoi. Oh, die zwei haben sich lieb. Yumba Sturm. Faina Wexa? Dizzy Wog. Ja, ich bin gespannt. Hoffentlich geht das nicht in die Hose. Auf jeden Fall läuft es gerade ziemlich gut mit der netten Dame. Ich habe ja auch das Gefühl, ich gestehe mal, dass ich mich angezogen fühle. Ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt. What the fuck? Sie hat sogar eine Rose für uns. Oh, was ist das für eine Rothaarige? Was? Was? Was ist denn jetzt los? Was wollen denn die? Legenzo Sinush. Grosch. Um Verabredung bitten, das machen wir jetzt. Ah, kiss a noi, wanna fesh.
Fabusabe? Frag mich, was will die jetzt hier? Oh, wir haben eine Verabredung. Wir könnten ja... Da wir die erst heute kennengelernt haben. Und da wir die eigentlich noch flachlegen wollen und dann sowieso zu Alice wollen. Ein kleiner Spaß natürlich. Gehen wir aber trotzdem mal in den Nachtclub. Mal gucken, was da so abgeht. Nachtclub waren wir lange nicht. Eigentlich noch nie. Eine Messe. So. Frösche werden versteckt. Im Nachtclub werden die Frösche versteckt. Ich bin gespannt. Oh, da ist der Nachtclub. Wo ist die Lady? Was geht denn da ab? Wo ist die Lady? Wo ist die Lady? Ich habe eigentlich gedacht, sie kommt mit. Oho. Oha. Ich glaube, hier geht heute noch was. Ja, wo ist sie denn? Alle schlafen, wir sind im Nachtclub. Sie ist weg. Ich glaube, mit der Entertainerin rumzumachen war noch nie eine gute Idee. Weil man meistens sitzen gelassen wird. Egal, wir machen Party. Oh. Oh, Elise. Ach, ich bin eigentlich. Was ist denn hier drüben mit der? Oh ja, die ist da auch nicht schlecht. Deswegen ist was dran. Nee, kleiner Spaß. Oh, Dreier hatte ich auch noch nicht. Warte mal, kommen wir aufrecht zum Passieren, können wir Flirten fragen, ob sie Single ist. Dann mal. Das ist eigentlich gerade nicht so mein Fall hier. Ach, die setzt sich auch noch dazu. Ach, das ist die Luisa hier. Das ist ihr Fotke-Outfit. Ach, du grüne Neune. Sieht ja ganz anders aus. Oh, die tanzt aber auch wie ein Bauer. So, komm, wir gehen. Tu nochmal ausreizen, posieren. Ach, das ist sie hier. Mensch, das wusste ich doch gar nicht. Okay, die haben wir gerade kennengelernt. Dann lasst uns mal noch. Du schon. Also wir plaudern gerade. Nee, die beiden haben kein Interesse. Das steht wohl mal ganz klar fest. So, mit Luisa tanzen, das wollen wir machen, genau. What? Wieso macht die Liegestütze? Wo geht Luisa hin? Oh, die holt sich was zu trinken. Das können wir eigentlich auch mal machen. Wir lassen mal richtig krachen heute. Okay, lustig. Chips bestellen, freundlich. Getränk bestellen. Getränk für Gruppe bestellen. Wir lassen es richtig krachen. Wir wollen auch hier Feuersbrunst. Getränk für Gruppe bestellen. Zwei, vier. Sea Splash. Sea Splash klingt gut. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so teuer. Okay. Bisschen hier hinmachen. So, jetzt haben wir aber genug Musik gehört, oder? Ja, wir müssen mal wieder zu unserer Schnecke hier, also jetzt mal ohne Scheiß. Ah, nope, sir.
Aber sofort, Kollege. Und dann wollen wir uns mal noch ein Getränk bestellen. Und zwar Fähigkeit. Hier einen sauren Punsch. Wir trinken auch einen Seasplash, genau. Oh, den machen wir uns gleich selber in der Bar. Das ist natürlich auch gut. Was geht denn jetzt ab? Ey, nichts, no homo oder so, ne? Hashtag no homo, wisst ihr Bescheid. So, ein lecker Trink. Aber wir können natürlich auch einfach einen trinken. Haben wir jetzt mal einen gekriegt hier von diesen Scheißgetränken oder was? Da ist er doch. Ich glaube, die haben wir gerade eiskalt stehen lassen. Ach nee. Also meine Schnecke hier, die ist irgendwie immer dort, wo ich nicht bin. Aktuell, das ist nicht so gut. So. Oh ja, die denkt schon wieder an mich. Ich glaube, die ist verknallt in mich. Girl Pando? Samso. Kann er jetzt nicht mit der flirten? Ich bin einfach nur mal freundlich. Machen wir halt mal kennenlernen. Ich wollte eigentlich die hier heute noch. Okay, irgendwie ist das jetzt hier wieder weg mit der Jungen. Mit der Schnecke hier. Eigentlich mal Bock Romantik. Panka! Baldroga? Schwabe! Können wir jetzt hier nicht schon wieder die nächste Schnalle am Start haben? Das geht doch nicht. So, wir müssen uns aber trotzdem mal um unsere Verabredung ein bisschen kümmern. Das war doch sonst ja nichts, Mensch. So, jetzt, da kommt sie. Da kommt sie. Oh, wir müssen aufs Klo. Verabredung flirten, Verabredung witzeln. Ach so, können wir auch noch machen. Moment, mehr Auswahl, unfreundlich, gemein, lustig. Darauf wird's machen. Ja, haben wir schon. Verabredung küssen. Wir wollen mehr Auswahl, Romantik. Einen Kuss hauchen. Bitten, Freundin zu sein. Das machen wir jetzt. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. What the fuck? Nice. Meine Freundin! Heiratsantrag machen. Oh mein Gott. Einen Kuss hauchen, küssen. Oh, la, die Waldfee. Tiefgründige, was haben wir noch? Verabredung. Massieren. Oha. Oha, oha. Massieren, küssen, Frage stellen, knuddeln. Händchen halten, Kuss geben, mehr Auswahl, flirten, Romantik, mehr Auswahl. Wange streicheln, Wange küssen, verführerisch flüstern. Oh, verführerisch flüstern. Das klingt sehr gut. Und behagliche Begegnung. So, was machen wir jetzt mit ihr? Heiratsantrag machen, Händchen halten, flirten, knuddeln, küssen. Ah, ich will sie massieren. Wo kann ich sie massieren? Ich will sie massieren. Oh,
Ah, unsere Verabredung ist leider vorbei. Alright, wir haben ein Problem. Unsere Batterie ist nämlich leer. Das heißt, wo ist hier die Toilette eigentlich? Gibt's hier eine Toilette? Oh, es gibt keine Toilette. Ernsthaft jetzt so? Keine Toilette? Okay, dann würde ich sagen, beenden wir die Verabredung hier an der Stelle. Könnten natürlich mal noch viel mehr Sims kennenlernen. Aber nee, das kann man glaube ich vergessen. Und zwar, wir müssen... Reisen mit. Moment. Die nehmen wir jetzt mit nach Hause. Schmeißen wir die alle aus unserem Schlafzimmer raus. So, reisen mit. Er geht gerade auf Toilette. Wo geht er denn hin? Ach, die Toilette ist oben. Warum sagt mir das keiner? Warum sagt mir das denn keiner? Aber wir müssen echt schlafen gehen. Das ist, boah. Der Maggie, der ist down. Das wird so nix. Und wir müssen unsere Inge mitnehmen. Ist sie überhaupt noch da? Ups. 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 Upsi, upsi. Was? Aufgrund seiner neuen Fitnessfähigkeit ist es Maggie zum Beispiel verschiedenen Trainings, anderen Trainingsgeräten zu nutzen, mit steigenden Fähigkeiten. Ja. So, jetzt will ich aber heim. Wie komme ich jetzt nach Hause? Reisen mit. Reisen mit. Reisen. Reisen mit. Reisen. Ach so, okay. Ich würde eigentlich Reisen mitmachen. Reisen mit. Luisa. So. Das mal weg. Zack. So. Jetzt gucken wir jetzt wieder zu Hause rauskommen. Und zack. So. Ist schon früh am Morgen jetzt? Sie ist nicht mit da. Aber Nancy läuft schon wieder halbnackt rum. Randy, ohne Mist. So, und wir müssen ins Bett. Das nützt alles nichts. Aber es war ein cooler Abend gewesen. Auch wenn Nancy hier noch fett am Abdancen ist. So, wie sieht es ansonsten hier aus? Level 2 der Schelmfähigkeit, Rechtsachskanal des Computer oder Tablet. In Foren provozieren. Sehr geil. Sehr geil. Wir haben es Sonntag früh. Also wir waren echt gut lange Party machen. So ist nicht. Und den... Nein, Moment. Den Sachse. Ich will, dass der Nancy jetzt... Ich will, dass jetzt die Nancy klar macht. Wir knuddeln jetzt einfach mal die Nancy. Komm, scheiß doch drauf. Wir knuddeln jetzt mal der Nancy. Hat das jetzt geknuddelt? Ich weiß nicht so richtig. Okay, wir machen hier mal ein Kompliment. Wenn ich verkuppisch Randy und Klick, also dann machen wir hier eine Gay-WG auf oder was weiß ich. Auch kein Problem. So. Aber ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Jetzt bin ich erstmal raus. Bewertet das Video positiv, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Die Sims. Und mal gucken, ob wir unsere Freundin wiedersehen. Mal schauen, ob das mit Nancy vielleicht doch noch irgendwann klappt. Und wann wir uns einen neuen Kühlschrank leisten können. Ja, also eine Sachen, die noch ungeklärt sind. Und noch viele, viele Sachen, die wir erleben können. Bis dahin. Tschüss.